servus miteinander, Autodelinquents hier. Wir haben gerade einen ziemlich steilen Anstieg in unserem Lieblingswald hinter uns und werden jetzt zu neuen Taten schreiten. Und der Thomas wird euch jetzt mal sagen, was wir heute vorhaben. Ihr seht, wir haben die dicken Rucksäcke dabei. Es geht heute in den Wald. Wir bauen einen kleinen Shelter und haben noch ein bisschen was zum Testen und Vorstellen dabei. Also bleibt gespannt. In 10 Minuten haben wir das ganze Holz zusammen. Wir hatten Glück, der Sturm hat uns da ein bisschen in die Karten gespielt natürlich. Aber man kann das ja mitnehmen alles. Und jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Zeug anstellen hier. Ja, Matthias ist schon ganz fleißig. Matthias unterstützt uns heute wieder. Sag mal hallo Matthias. Hallo Bitches. Also bis gleich. Sehr gerne, dass er nicht doch so bevor er den Gang gemacht hat. Letztendlich, der Shelter steht. Ja, pünktlich zur Kälte. Ja, es wird dunkel, wie ihr seht. Zu einsetzen in Dunkelheit, genau. Und jetzt bald das Abendessen. Ja. So, heute Abend testen wir Trail Organic Food, der Name schon sagt, Trekking Food plus Organic. Wie ihr seht hier, Pasta Bolognese und jetzt schauen wir gleich mal, was es beim Kai gibt. So, ich ziehe mir jetzt ein Trail Organic Food Creamy Chicken with Pearl Barley rein. Eine Portion, 644 Kilokalorien, hat sogar trocken schon einen guten Eindruck gemacht, jetzt schauen wir mal. Ja, kann man auf jeden Fall gut essen, ja. Und auch gewürztechnisch würde ich gar nichts mal hinzufügen wollen, eigentlich. Passt. Guten.
Moin Kai, na? Gut geschlafen? Thomas, moin Leute. Moin. Ja, soll ich sagen, das Schlaferlebnis in unserem Shelter, naja, es war ein bisschen uneben, der Boden, man muss es ja zugeben. Also hätte besser sein können, durchaus. Aber jetzt erstmal Feuerchen machen, ja. Völlig legal natürlich. Und aufwärmen. Aufwärmen und dann geht's wieder raus in die Zivilisation. Moin Matze, und wie war deine Nacht? Meine war eigentlich ziemlich gut. Wir wurden einmal nachts um eins von einer Herde Wildschweine geweckt. Ich war der Erste, der es gehört hat. Ich hab dann noch den Thomas aufgeweckt und die sind dann irgendwo, also 6-8 Meter vielleicht von hier, sind sie durchgezogen im Schweinsgalopp. Ja, haben wir das auch mal erlebt. War, glaube ich, eine Premiere, dass die mal so nah waren. Man hat sie davor schon grunzen gehört. Hi, was gibt's bei dir Gutes? Ach, bei mir gibt's schnöde Ravioli. So hatte ich gestern noch eingepackt, vorsichtshalber. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem Trail Food, aber trotzdem ein verlässlicher Partner in allen Lebenslagen. Was muss, das muss, ne? Ja. So, und für den lieben Matthias zum Frühstück heute wieder eine Packung Trail Organic Food. Vegan Dal with Rice. Matthias, lass es dir schmecken. Merci. So, das war ein Hauch zu viel Wasser, aber geschmacklich sehr gut, wie eine dicke Suppe, lässt sich sehr gut essen und 10 von 10 Sternen, würde ich sagen. Matthias, wenn du glücklich bist, bin ich es auch. So Kai, ein weiterer Overnighter überstanden, war doch ein wenig kälter wie gedacht, Shelter gebaut. Wie sieht denn dein Fazit für heute Nacht aus? Ja, also bis auf die Nacht an sich, den Schlaf, war es eine echt feine Angelegenheit. Der Shelter war sehr nice und können wir nochmal häufiger machen. Die Fehler, die wir gemacht haben, die können wir korrigieren. Und ja, doch. Ja, neue Werkzeuge ausprobiert, ne? Genau, Holzdübel. Der Bohrer, die Holzdübel, ja. War eine sehr gute Sache. Und der Bohrer tut jetzt auch seinen Job, nachdem er ein bisschen feinjustiert wurde. Und ja, können wir gebrauchen. Also, wenn ihr mehr Shelter bauen sollt, lasst ein paar Kommentare da, Daumen hoch, Abo und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.